Heute besuchen wir unsere Köchin Renate Weißhäupl in der Schulküche. Sie ist die Frau von unserem Schulwart Bruno. Ohne Bruno und Renate geht in Dachsberg gar nichts. Renate ist schon seit 10 Jahren Küchenchefin im Gymnasium Dachsberg. In unserer Schulküche wird täglich für 70 bis 150 Schüler gekocht. Renate und ihr 4-köpfiges Team sorgen dafür, dass die Schüler gutes Essen bekommen. Roswitha Reintaler ist aus St. Thomas. Sie ist unsere Fleischspezialistin. Luise Haslinger ist aus Brambachkirchen und macht gerne Mehlspeisen. Das hier ist Gabi Bramböck. Sie ist aus St. Thomas und am liebsten macht sie die Salate. Und das hier ist Martina Stockinger. Sie ist aus Peuerbach und macht am liebsten die Jause. Renate beginnt um 6.15 Uhr morgens ihren Arbeitstag. Zuerst macht sie Frühstück für die Patres. Dann geht sie zum Verkauf. Später kommen auch die anderen Köchinnen. Gemeinsam bereiten sie die Jause und das Mittagessen vor. Natürlich muss danach abgewaschen und geputzt werden, damit die Küche für den nächsten Tag wieder tiptop sauber ist. In der großen Pause gibt es täglich eine selbstgemachte Jause, wie zum Beispiel Brote mit Aufstrichen. Besonders beliebt sind jedoch die Wraps, die es wöchentlich vegetarisch oder mit Schinken zu kaufen gibt. Die Schüler und Schülerinnen müssen vorher klassenweise vorbestellen, damit die richtige Anzahl hergestellt werden kann. Da die Wraps die absolute Lieblingsjause in Dachsberg sind, werden jeden Donnerstag zwischen 70 und 120 davon hergerichtet. Die hohe Qualität der Produkte ist sehr wichtig, darum kommt vieles von regionalen Herstellern. Fleisch von Oberösterreich, Gemüse von Aumeier in Everding, Milch und Eier vom Bauern. Das Gemüse ist möglichst saisonal, also am liebsten so, dass es zu dieser Zeit bei uns in Österreich wächst. Bei den Schülern ist die selbstgemachte Pizza besonders beliebt. Auch Schnitzel, Mohnnudeln oder Germknödel kommen gut an. Für jeden Schüler soll was dabei sein und deshalb gibt es täglich auch ein vegetarisches Gericht. In so einer Schulküche gibt es viel Arbeit, die niemand sieht. Man muss planen, was gekocht wird, Lebensmittel müssen bestellt werden und es muss sparsam mit dem Geld umgegangen werden. Rechnen muss man auch können. Renate sagt, dass das ihr Traumberuf ist, weil sie kreativ sein kann und weil es ihr immer wieder eine Freude macht, wenn allen das Essen schmeckt. Wir vom Videoteam haben heute etwas Neues gelernt. Wir fanden den Besuch sehr interessant und haben gesehen, was wir für eine tolle Schulküche haben.